heute ist nicht unser Tag. Wir machen uns auch echt Sorgen um Mian, denen geht es weiterhin schlecht. Wir wollen zum Arzt, aber die Arztsuche gestaltet sich schwieriger, als wir denken. Was genau los ist, bleibt einfach dran. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Guten Morgen von meiner Seite, beziehungsweise guten Tag an euch. Ihr schaut das ja wahrscheinlich jetzt nicht morgens oder wie auch immer. Ja, wie geht's Mian? Mian geht's nicht so gut. Wir werden jetzt gerade zum Arzt fahren. Wir sind auf dem Weg Richtung Arzt. Das Ding ist, gestern Abend hat er was gegessen und dann hat er wieder gespuckt. Dann haben wir gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein. Wir fahren morgen zum Arzt. Das Problem ist, ja, die Sprache natürlich, ne? Ich habe direkt halt im Internet geguckt, deutschsprachiger Kinderarzt. Da gibt es halt so eine Seite, wenn man das halt bei Google eingibt in der Suchmaschine, kannst du quasi dann aussuchen. Und dann gibt es halt verschiedene Städte. Florenz, wir haben gesehen, boah, 3 Stunden bis zum nächsten deutschsprachigen Kinderarzt. Das kann ja nicht sein. Dann haben wir geguckt, normale Kinderärzte, italienische, sind hier halt in der Nähe. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren jetzt einfach hier zum italienischen Kinderarzt. Das bringt ja alles nichts, jetzt so lange hier irgendwo rumzufahren. Ja, das Ding ist, hatten gerade einen Arzt in den eingegeben und mussten dann feststellen, dass es hier wie in Mailand ja so eine Umweltzone um die Stadt geht. Das heißt, du kannst in der Woche gar nicht hier mit einem Dieselfahrzeug oder mit einem Fahrzeug reinfahren. Ja, genau. Das ist jetzt richtig beschissen. Das heißt, wir fahren jetzt zum anderen Arzt, weil es bringt ja auch nichts. Wir fahren jetzt irgendwo hin und dann weiß ich nicht was, kriegst du auf einmal ein fettes Knöllchen, Strafe. Hier sind mehrere Ärzte. Also wenn es jetzt nicht anders gehen würde, würden wir es machen. Aber hier sind wirklich viele italienische Kinderärzte. Ja, hier vorne haben wir eigentlich einen richtig sicheren Ort gefunden. Direkt hier vorne beim Penny und beim Kick auf jeden Fall. Das Problem ist jetzt nur der Kinderarzt, den ich jetzt mal schnell ausgewählt habe wegen dieser Zone B, wo ich jetzt schon echt einen Hals drauf habe. Der hat zu jetzt. Jetzt ist natürlich hier eine Stadt, sage ich mal. Wie die Stadt heißt, das blende ich euch mal ein. Und ja, der hat noch 2 andere Kinderärzte. Dafür sollten wir jetzt aber echt umsetzen. Das macht auf jeden Fall Sinn, nur immer doof, wenn du mit dem Wohnmobil dann unterwegs bist. Da kannst du dich mal eben schnell umsetzen. Ne? Ja, gerade beim Arzt, wo wir waren, der war natürlich zu. Beim ersten hatten wir auch nicht auf die Öffnungszeiten geachtet. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir fündig werden, aber irgendwo fährt dann das Wohnmobil tatsächlich nicht mehr hin. Deswegen sind wir jetzt zu Fuß unterwegs und hoffen, dass wir Erfolg haben. Ja, es wird jetzt immer bitterer. Also das hier oben ist der Kinderarzt. Der ist jetzt umgezogen zu der ersten Adresse, wo wir waren, wo wir wissen, die Praxis macht erst um 16 Uhr auf. Toll, das ist ja super hier. Ja, es ist wirklich verflucht. Also wir haben es jetzt nochmal bei 2 Hausärzten hier versucht, die es dann auch letztendlich nicht gibt. Jetzt gerade eben zeigt Mops mir dieses Schild. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Stadt jetzt auch das Problem hat, dass wir da nicht rein. Aber ich sehe nur 15. September bis 15. April. Und da steht ja auch Euro 3 bis 4. Vielleicht fallen wir da sogar raus. Aber ja, ist es jetzt gewiss? Ach, wenn, ey, dann kostet das jetzt halt Geld, ganz ehrlich. Ey, das ist ja total kompliziert hier in Italien. Das Unfaire jetzt in diesem Fall ist ja, wo wir das Navi gestellt haben, das allererste Mal los wollten, da war halt so ein roter Kreis um die Stadt, also genau wie in Mailand quasi, wo das Navi uns auch darauf hingewiesen haben. Haben sie denn die richtige Einstufung oder irgendwie sowas? Ne? Also wegen dieser Zone halt im Prinzip, da waren wir jetzt unsicher, sind ja jetzt hier gelandet und hier hat das Navi halt diesmal nichts gesagt. Jetzt stehen wir echt auf dem Schlauch. Habt ihr da irgendwie Informationen? Wie ist das hier in Italien? Wir sind ja schon viel durch Italien gereist. Nur jetzt natürlich nur in diesen Nordwesten waren wir halt noch nicht unterwegs. Vielleicht ist das hier einfach gang und gäbe. Ja, und das ist jetzt auf jeden Fall alles doof. Also uns bleibt jetzt auch, jetzt ist die Zeit natürlich auch einfach davon gerannt. Bleibt jetzt vielleicht nur die Möglichkeit, dann um 16 bis 19 Uhr hat ja dieser eine Kinderarzt, wo der eine dann auch nochmal zu dem Kinderarzt hingezogen ist. Oder wie die Konstellation da jetzt ist, wissen wir nicht genau. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich warten. Also jetzt nochmal in irgendeinen Ort weiterzufahren, das ist halt super schwer. Das ist jetzt echt blöd, ne? Ja, irgendwie ist heute nicht unser Tag und ja.
meine Sandalen sind auch kaputt gegangen oder eine Sandale ist kaputt gegangen. Ja, auf dem Weg zum ersten Arzt, das war ganz normal asphaltierter Boden. Ich bin so, ja, ich watsche ja, finde ich momentan wie eine Ente. Bin gefühlt gelaufen und meine Sohle ist quasi beim Laufen so einfach unten umgeklappt. Ich glaube, da war irgendwie noch nichts passiert oder es ist mir jetzt schon ein, zwei Mal passiert. Auf jeden Fall ist quasi der Zehentrenner, der die Sandale hält, ist dann rausgerissen und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und ich so, hol dir eben eine neue, hol dir neue Schuhe. Ich sag, ja, ich sag, lauf du doch bitte, weil du bist einfach schneller. Ich komme halt momentan nicht so fix vorwärts. Ich bin halt nicht so schnell im Laufen wie sonst. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt überlegt, was machen wir. Wir wollen jetzt nicht so viele Stunden warten, da bis zu dem Arzt irgendwie, bis der aufhat. Und dann ist hinterher das Problem, der Arzt hat irgendwie geschlossen oder so. Kann ja mal sein, Urlaub und dann... ja, und drumherum ist halt nichts. Wir haben gesagt, das ist echt blöd. Wir haben nochmal geguckt nach deutschsprachigen Kinderärzten, haben gesehen, in der Nähe von Mailand ist eine Kinderärztin. Da haben wir die Nummer rausgesucht, nicht erreicht. Irgendwie, es hat irgendwie nicht funktioniert. Habe ich eine andere Nummer von der gefunden. Da hatten wir sie am Telefon, sie sogar selbst. Und sagt sie, ja, sie ist nicht mehr, praktiziert nicht mehr. Ich glaube, sie ist jetzt im Ruhestand. Und wir so, oh Mensch, das darf doch nicht wahr sein, weil wir sie einfach dann nochmal fragen wollten. Wegen diesen Umweltzonen. Unser Plan war dann, dass wir so nah wie möglich parken und dann einfach mit dem Taxi irgendwie fahren. Aber ja, hatte sich ja dann erledigt. Gut, dass wir die telefonisch erreicht haben. Dann haben wir nochmal weitergeguckt, wo ist ein deutschsprachiger Kinderarzt, weil wir halt gemerkt haben, es sind halt so ein bisschen Sprachbarrieren. Ne? Wir hatten uns schon Sätze bei Google Maps auch quasi gescreenshottet. Ja, da, wo wir auf dem Weg nach Leuten gefragt haben, ne? Also Italiener, das ist so schwer, wenn die dann anfangen zu reden. Die können halt kein Englisch. Also, ja, oder genau. Vielleicht hatten wir gerade mal Pech. Wir hatten halt gerade Pech, ne? Aber die, die wir gefragt haben, konnten auch nicht so gut Englisch. Wir sind ja auch nicht die Asse im Englisch. Ich schon mal gar nicht, aber Illo kann es besser wie ich. Aber trotzdem ist das irgendwie so, ich traue mich dann auch nicht zu sprechen. Wie auch immer haben wir dann beschlossen, okay, Richtung Gardasee auch deutschsprachiger Kinderarzt, den können wir anpeilen, der hat heute sogar noch Sprechstunde später und so dachten wir, ah, haben wir dann quasi einen Kinderarzt, der heute noch aufhat, der sogar Deutsch sprechen kann, was wollen wir mehr, deswegen fahren wir quasi in die Richtung. Und, ja, und wir sind jetzt sogar schon hier am Gardasee. Ja, also auf jeden Fall haben wir weiter überlegt, selbst wenn der zu hat, könnte man dann quasi zu anderen Kinderärzten dort oder wir haben gesehen, von da aus nicht mehr so weit, gibt es die nächste deutschsprachige Kinderärztin, die wir dann quasi anpeilen könnten. Und wenn die nichts ist, dann hätten wir da auch nochmal italienische Kinderärzte. Ganz, ganz viele habe ich gesehen in die Richtung, wo wir dann fahren wollen. Von daher haben wir gesagt, ist das einfach das Beste? Ich schaue gerade, das sah jetzt aus wie so Palmen mit Bananen, ist es nicht. Das sind irgendwelche gelben Blüten. Genau, ja, wir würden natürlich auch vielleicht noch, würde es mir jetzt nochmal ganz anders gehen, dann würden wir auch nochmal gucken, wie wir was irgendwie machen, also würde es ihm jetzt schlechter gehen, aber er darf jetzt gerade was gucken und ihm geht's gut, er hat ja vorhin nochmal eine Toastscheibe gegessen, die ist auch drin geblieben. Und Zwieback haben wir mittlerweile, ich war einkaufen. Zwieback alles, haben wir jetzt auch nochmal besorgt, das hatten wir jetzt nicht und so und ja, aber man ist ja dann trotzdem besorgt, deswegen wollen wir das einfach mal abklären lassen, weil das ja jetzt schon so ein paar Tage ist und man ist ja dann einfach irgendwie unruhig. Ja, ganz idyllischer Ort hier auf jeden Fall nördlich vom Gardasee, aber eigentlich haben wir auch Glück. Also du warst jetzt gerade beim Arzt drin, also eigentlich hat er nur von 17 bis 18 Uhr auf. Wir haben ihn jetzt gerade eben sprechen können. Wir dürfen jetzt ohne Termin um 20 nach 6 nochmal reinschauen. Ja, drückt uns jetzt mal die Daumen, wie es dann weitergeht, ne? So, wir sind jetzt raus vom Arzt und ich bin auf jeden Fall jetzt beruhigter, beziehungsweise wir sind beruhigter. Ja, der Arzt war sehr, sehr nett, das an erster Stelle. Also der ist wirklich super toll mit mir umgegangen, hat gemeint, das Stethoskop ist ein Telefon, hat ihn am Bauch abgehört, hat Fieber gemessen und sagte natürlich erstmal vorab, haben wir uns mit ihm unterhalten, hat gesagt, erzählen Sie mal genau. Dann haben wir halt erzählt, dass wir auch in Marokko waren. Ne? Ich finde, sowas ist mal eine wichtige Information, nicht, dass da irgendwie was ist oder so.
und habe halt gesagt, dass er aber trinken drin lässt und dass er gerade auch noch Salzstangen gegessen hat. Aber dass wir halt so ein bisschen beunruhigt sind, heute da schon Ärzte aufgesucht haben, die aber zu hatten und so und ja, irgendwie alles Mögliche. Ja, und dann war er wirklich so nach der Untersuchung fertig und guckt mir an und sagt, ich weiß, was dir fehlt, eine große Portion Eis. Und dann guckt er schon so und dann sagt er, ja, also in ein paar Tagen, dann wirst du Eis essen können wieder und wird alles gut. Und er vermutet, er hatte gesagt, was er glaubt, aufgrund von Marokko, das ist es aber nicht. Irgendwie eine Magenschleimhautentzündung oder sowas. Er sagte, man hört es noch ein bisschen blubbern im Bauch. Ich muss jetzt einmal tief durchatmen, das ist alles so eng im Bauch mit dem Baby. Und jetzt fällt gerade so ein bisschen die Last von mir ab. Auf jeden Fall, ja, sagte er dann auch, ja, ein viraler Infekt wird sein. Und wir sollen jetzt noch heute, morgen und übermorgen quasi Diät halten. Also halt Sachen essen, die leicht bekömmlich sind. Und ja, genau. Und dann sagte er noch, er soll Eistee trinken. Und dann haben wir gesagt, Eistee, ja, sagt er. Aber nicht den Diät, sagt er, den richtig kräftig süßen, den man sonst halt nicht irgendwie trinken soll, wegen Elektrolyte und sowas. Das ist halt nicht verkehrt. Und Illo ist jetzt gerade ja auch im Lidl, weil paar Meter weiter, ich sag jetzt mal 200 Meter weiter, ist in Lidl. Da holt der Illo gerade Eistee. Wir hatten vorhin auch noch Salzstangen neue wieder gekauft. Und ja, mir geht es auf jeden Fall jetzt irgendwie besser. Der Mian, der war auch halt relativ gut drauf. Klar, er ist ein bisschen schwach auf den Beinen, ne? Er hat aber auch jetzt wenig gegessen die Tage und sowas. Aber ja, das beruhigt einen doch, wenn man hört, irgendwie ist es alles gut. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, wann sollten wir denn lieber wieder zum Arzt kommen und dass wir da und da hin wollen und so. Und er sagte, ja, ach, das wird jetzt alles gut, glauben Sie mir mal. Und hat mir aber vorsichtshalber eine Visitenkarte gegeben, aufgrund meiner Nachfrage dann halt, weil ich sagte, wie sollen wir dann am besten handeln. Und da ist seine Handynummer drauf, dass wenn irgendwie was ist, können wir ihn natürlich kontaktieren. Aber er sieht ja jetzt gar nicht irgendwie dass das jetzt ein besonderer Fall ist und so. Und ja, sagt er, der wird sich jetzt die Tage, wird er sich machen und gut ist. Ja, Mian habe ich jetzt gerade direkt, er fragte halt, ob er einen Toast mit Marmelade darf. Da steht nämlich auch auf der Liste drauf, der gute Mann, der hat uns auch diese Liste ausgedruckt. Die ist von vorne quasi auf Deutsch, auf der Rückseite sogar in Italienisch. Und ja, genau, und so machen wir das jetzt. Und wichtig ist halt immer kleine Portionen, das habe ich halt auch schon gewusst, ne? Kleine Portionen, nicht zu viel und so. Es kann halt auch wieder dann den Magen reizen, was dann quasi Dings ist, was halt zu Erbrechen führen kann. Und da habe ich auch gefragt, was ist, wenn es aber mal wieder zu Erbrechen kommen sollte, soll ich mir groß Sorgen machen? Sagt er, nein, nein. Es geht ja darum, das Schlimmste ist immer so die ersten 12 Stunden halt, da bricht man halt ganz oft. Da habe ich gesagt, so war es auch bei ihm gewesen. Und ja, genau, auf jeden Fall bin ich jetzt ganz beruhigt. Wir mussten jetzt 110 Euro in bar bezahlen, beziehungsweise mit Karte haben wir das gezahlt, haben eine Rechnung gekriegt. Wir hoffen natürlich, wenn wir jetzt in Deutschland sind, reichen wir das mal ein, dass wir davon was erstattet kriegen. Ja, aber wie man sieht, also Geld ist nicht alles, ne? Und ist das auch jetzt egal einfach. Man will ja dann einfach, dass einem geholfen wird. Gesundheit ist wieder mal das A und O, auf jeden Fall Gesundheit. Und ja, genau. Und wäre schön, wenn wir da was erstattet kriegen, wie auch immer. Wir schauen mal nach, wie das dann funktioniert. Und was wollte ich noch sagen? Achso, wir werden jetzt hier in dem Ort, wir sind ja gerade am Gardasee, werden wir auf jeden Fall uns ein schönes Plätzchen jetzt suchen. Ich habe hier gerade schon mal in so einem Buch geguckt. Oh, hier ist ja ein Campingplatz nach dem nächsten. Mal gucken, ob da vielleicht einer vorbei ist, dass wir jetzt vielleicht hier nicht so viel zahlen müssen für eine Nacht oder so, wie wir jetzt hier bleiben. Das wäre ja ganz praktisch. Vielleicht finden wir da irgendwie was. Und ja, ich würde sagen, schaltet morgen wieder ein. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden am Morgen, wie es Mian geht, wo wir gelandet sind. Und ja, genau. Lasst doch vielleicht ein Abo da. Darüber würden wir uns alle natürlich sehr, sehr freuen. Und liebe Grüße auch von Illo, auch wenn er noch nicht da ist. Und liebe Grüße und schaltet wieder ein um 18 Uhr, wenn es heißt Illo Mops. Tschüssi!